Hallo, liebe Glimmerstein-Fans, hier ist euer Captain Baubär und der Urlaub ist vorbei. Da bin ich wieder. Seit diesem Wochenende, beziehungsweise letzten Wochenende, bin ich wieder hier. Und ja, der Shop ist auch wieder am Start. Also sprich, ich kann wieder bestellen, das Ganze wieder innerhalb von 24 Stunden auf die Reise via DHL. Grüße gehen an den einen Kunden raus, der gerade immer noch auf sein DHL-Paket wartet, weil DHL nicht in die Pötte kommt. Ich versuche ihn natürlich bestmöglich zu supporten. Das Ganze ging natürlich im Urlaub los, wie es halt immer so ist. Bevor wir jetzt zu den Neuigkeiten in meinem Shop kommen und zu dem Sonderangebot, was ich aktuell am Laufen habe, eine kleine Klarstellung, die ich zu meinem letzten Video, was ich vor der Sommerpause gedreht habe, gerne abgeben möchte. Und zwar sind da so ein paar Sachen, glaube ich, missverstanden worden. Oder sagen wir mal so, es gab einige Kommentare, die das zumindest als mögliche Ursache für leichte Missgunst bzw. schlechte Stimmung, ja, erahnen lassen haben. So. Ich möchte niemandem vorschreiben, wie er über Lego zu berichten hat. Das interessiert mich gar nicht. Ja, also mir geht es nicht darum, Leuten zu sagen, dass sie keine Kritik mehr an Lego üben sollen oder dass sie Lego allgemein nicht mehr kritisch sehen sollen. Nein, darum geht es mir nicht. Mir ging es auch nicht darum, irgendeinen speziellen YouTuber bloßzustellen oder irgendwie anzudeuten, dass ich ein Problem mit dem hätte. Denn das ist nicht der Fall. Ich kenne den YouTuber noch nicht mal privat. Ich kenne nur seine Videos. Und ob man das in der Art und Weise machen muss oder nicht, wie er das halt eben macht in seiner Berichterstattung, das muss jeder selber wissen. Das ist ja künstlerische Freiheit, sage ich mal. Und natürlich freie Meinungsäußerung. Und ich habe auch nicht vorgehabt, den irgendwie indirekt oder direkt oder wie auch immer das jetzt verstanden wurde, zu attackieren. Wie gesagt, ich kenne den Menschen nicht, ich kenne nur seine Videos und darüber hinaus hatte ich nie Kontakt mit ihm. Deswegen an dieser Stelle, ich habe kein Problem mit dir, alles cool, mach weiter so. Du hast Erfolg damit, ist doch cool. Mir geht es an dieser Stelle nur darum, oder mir ging es in dem Video nur darum, dass es natürlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn sich die Kritik immer im Kreis dreht. Ja, das wird dann schnell monoton, eintönig, man ist dann auch schnell so ein bisschen satt. Ne? Das merkt ja der quasi Urheber der Kritikpunkte mittlerweile selber, indem er seine Videos inhaltlich durchaus anders gestaltet. Wobei er natürlich bei dem größten Punkt und bei vielen seiner Punkte recht hat, weil er sie argumentieren kann. Kann auch jeder andere YouTuber genau diese Punkte wieder aufgreifen in seiner Kritik. Es ist dann halt nur so, dass dann natürlich auch so ein bisschen Meinungsvielfalt fehlt. Na, darum ging es mir eigentlich. Einfach zu sagen, hey, die Standardpunkte, also Preis, Sticker, Farbseuche, zu einfach, Gegenwert stimmt nicht mehr. Die Punkte sind halt einfach, ja, auserzählt. Ne? Also die werden halt immer wieder rausgekramt und die sind auch durchaus legitim. Darüber kann man sich auch immer wieder aufregen. Beziehungsweise die kann man auch immer wieder als Kritiker vorbringen. Aber man sollte vielleicht auch darüber hinaus noch sich mit dem Set beschäftigen, meiner Meinung nach. Und dann halt eben vielleicht auch eventuell mal den eigenen Horizont verlassen, beziehungsweise die eigene Bubble, Erlebniswelt, Wahrnehmungswelt verlassen und versuchen, das vielleicht aus einer anderen Perspektive zu sehen und dem Set dann doch eventuell noch andere Aspekte abzugewinnen. Ja, so viel dazu eigentlich. Wie gesagt, jeder kann machen, was er will, solange niemand anders dadurch verletzt wird oder in seiner persönlichen Freiheit oder in seinen persönlichen Rechten eingeschränkt werden. Das wollte ich auch niemals in Frage stellen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder einigermaßen versöhnt, ja? Und wir können uns auf das konzentrieren, worum es bei diesem Hobby halt geht, nämlich coole Sets bauen, Spaß dabei haben, was Schönes im Regal stehen haben oder wenn man halt eben damit noch spielt oder spielen möchte, dann halt eben eine coole Lego-Stadt rausbauen oder eine coole Klemmbausteinstadt rausbauen oder halt eben cool damit spielen können. Ja, so viel dazu. Kommen wir jetzt eigentlich zum, ja, nicht Hauptpunkt dieses Videos, aber doch zu dem zu der kleinen Inhaltspräsentation von den Neuigkeiten, die ich versprochen hatte, nachdem ich in die Sommerpause gegangen bin. Es sind jetzt nicht brandneue Sets, naja, fast, ne? Also ein paar Sets sind schon relativ neu, aber es ist jetzt nicht der neueste Schissel, sag ich mal, aber es sind schöne Sets, die ich immer gerne im Shop haben wollte, die aber verfügbar oder beziehungsweise deren Verfügbarkeit aktuell nicht gegeben war, bis vor kurzem. So, fangen wir mal an mit einem kleinen Set und zwar hier von Kobi. Der Wartburg des Taxis ist auch ein relativ aktuelles Set. Das ist, wie ich finde, ich mag diese kleinen Kobi-Autos. Meine Kunden mögen die auch. Die funktionieren, wie man so schön sagen wird. Sie funktionieren aber nicht als Hauptbestellung. Ne? Sie funktionieren immer so mit als kleine Dreingabe.
Ich finde, Wartburg, wer es nicht sagt, ist eine osteuropäische Automarke. Dieses Modell wurde, weil in der DDR immer mit einem Mangel gewirtschaftet wurde, ziemlich lange gebaut, nämlich schön 22 Jahre von 66 bis 88. Gute 130 km/h konnte das Ding fahren. Ja, das war es dann aber auch schon an Highlights sozusagen. Ist halt ein Taxi, ne? In diesem Grün, was relativ, ja, ungewohnt ist für Westdeutsche. Ist ein Set aus 2021, ist lange nicht verfügbar gewesen bei meinem Großhändler. Jetzt war es wieder da. Ich habe mir gleich einen kleinen Vorrat angelegt. Kostet bei mir, ich glaube, 11,99. Kobi will 13 Euro dafür haben. Das finde ich ein bisschen hart bei 75 Teilen. Ich finde 11,99 auch schon schwierig. Aber dafür kann man es dann irgendwie mitnehmen. Ich glaube, ich werde es auch noch mal ein bisschen gucken, ob ich vielleicht auf 10,99 gehen kann. Aber die Dinger sind im Einkauf nicht billig. Also das wird dann ganz schnell ungemütlich für einen als Händler. Dann habe ich, um bei Kleinigkeiten zu bleiben, endlich einen lang gesehnten Sortiments Malus sozusagen beglichen, einen Mangel, eine Lücke. Und zwar habe ich endlich eine Motorenverlängerung in 30 cm von Kader, kostet 2,99. Ja, ist halt immer mal wieder wichtig, wenn man gerade, wenn man Mocs baut und man braucht Motoren, dann braucht man ganz oft auch eine Verlängerung, weil die Akkubox oder die Batteriebox halt doch weiter entfernt ist vom Motor, als dieser Kabellänge hat. Und wo wir schon mal dabei sind zum Thema Mocken, ich habe den Mikromotor von Kader endlich im Angebot. Es hat lange gedauert, ich wollte ihn unbedingt haben. Ich habe auch eine kleine Menge davon gekauft, weil ich dachte so, hey, kann ja nicht schaden. Kostet bei mir 12,49. Ich weiß, er ist teuer, aber der ist auch teuer im Einkauf. Das ist halt sehr speziell. Ist halt ein kleiner Motor mit den ganz normalen Anschlüssen. Also geht an jede Moltking, Kader, Lego Power Functions Box ran. Hat hier eine Achsaufnahme, ist 2 Noppen breit und 3 Noppen lang und irgendwie 18 mm dick, also etwas dickerer Stein sozusagen. Und damit lassen sich zum Beispiel ganz coole Funktionen motorisieren, wo jetzt ein M-Motor zu groß wäre, weil der vom Bauraum her nicht passt. Ne? Kader benutzt den Motor selber, zum Beispiel im aktuellen Bulldozer, der demnächst auch wieder lieferbar ist. Und das ist halt eine ziemlich coole Innovation. Hat Lego selber nicht, zum Beispiel so gar nicht im Angebot, andere Hersteller auch nicht. Also Moltking hat sowas auch nicht im Angebot. Finde ich cool, dass Kader sowas macht. Wie gesagt, ist kein Schnapper, aber wenn man halt ein Bauproblem hat, kann das die Lösung dafür sein. Ne? Gibt es jetzt auch im Angebot. Wird in diesem formschönen Tütchen geliefert. Keine Ahnung, wie man das bei so einem Einkaufspreis in so einer Tüte, aber egal. So ist es halt. Natürlich, nach wie vor gibt es die Captain Baubert-Tasse für 9,99 €. Übrigens unten in der Infobox ist ein Promocode, der gilt immer. Also auch wenn ihr schon mal bestellt habt, könnt ihr den nochmal anwenden bei der nächsten Bestellung. Ja? Damit bekommt ihr auf diese Tasse und auf alles, was ich euch zeige, nochmal Rabatt. Und die Tasse gibt es gerade für 9,99 € im Angebot, die ist limitiert, die wird so in dieser Form nicht mehr aufgelegt werden. Das liegt einfach daran, dass damals das ein Händler für mich so gemacht hat und ich dann beschlossen habe, dass ich, weil das quasi auch seine Designidee war, die jetzt nicht nochmal weiter fortführen möchte. Also sprich, das Logo gehört natürlich nach wie vor mir, aber die Art und Weise, wie die Tasse aufgebaut ist, das wird so nicht nochmal kommen. Gibt es nochmal, ich habe noch 7 Stück, dann ist finito, dann ist vorbei. Dann kommen wir zu den größeren Sets und da kommen wir gleich mal zum Sonderangebot. Und zwar habe ich hier von Kobi den Citroën Traction Avant 11CV. Den hat der Held der Steine zum Beispiel vorgestellt und für ziemlich gut befunden. Das ist ein sehr schönes Modell, hat ja eine sehr große Liebe zum Detail, auch im Innenraum. Ist natürlich die bekannte Kobi-Qualität, das heißt, ihr habt sehr gute Steine. Es sind alles Prints, es sind keine Aufkleber. Ihr kriegt eine schöne Präsentationsplakette mit dazu, die auch ein Print ist. Dieses Modell ist relativ neu auf dem Markt. Das gibt es seit ungefähr einem Monat. Ist natürlich komplett made in Poland, also komplett made in der EU. Auch der Karton, ja, auch bei Kobi produziert auch die Packung in der EU. Was das bedeutet, kann sich jeder ungefähr ausrechnen. Finanziell hier. Liegt Liste bei 129,99, was für dieses Set an sich schon ein guter Preis ist. Sind 1900 Teile. Es ist ein schönes Displaymodell. Es ist 37 cm lang, es ist 14,5 cm breit und es ist 12,5 cm lang. Ich glaube, der Maßstab ist 1 zu 12 genommen. Das sind die 1 zu 12 Modelle. Hat eine Lenkung, hat eine detaillierte
hat einen detaillierten Motor mit Zündkabeln und so weiter und so fort. Das ist alles cool gemacht, das ist alles wertig. 129,99 ist an sich schon ein guter Preis. Bei mir inklusive Versand für 107,99 €. Jawohl. Das ist mein Geschenk an euch zum Wiedereinstieg. Ist ein cooles Modell. Wenn ihr das jetzt nicht bauen wollt, der Winter kommt bestimmt. Da kann man nie genug Klemmbausteinsätze haben. Wie gesagt, 107,99, das sind über 20 € gespart. Und der Versand gibt es noch gratis. Das heißt, ihr zahlt im Endeffekt 100 € für das Set. Und ja, ich kann das machen. Das geht. Ja? Ich habe ganz schön davon gekauft, tatsächlich. Lief auch ganz gut bis jetzt, das Set. Also haut rein. Ich habe nicht mehr so arg viele, aber die, die ich habe, gehen zu dem Preis raus. Dann habe ich hier von Mold King den Zauberzug, den Magic Train. Ja, ich sag mal so, ne, ihr wisst alle, was es ist. Es ist ein Hogwarts Express. Das ist die 12.010, sind 2086 Teile, kostet 129,99. Ist für das, was ihr bekommt, ein Schnapper. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr bekommt die neue Vierkanal-Fernbedienung, die proportional steuerbar ist. Die könnt ihr halt auch für andere Modelle benutzen. Wenn ihr andere Technikmodelle von Mold King habt, zum Beispiel einen Bagger oder einen Kran oder irgendwas, und das wollt ihr unbedingt mal proportional, sprich in Stufen oder also von 0 bis 100% steuern, dann könnt ihr das hier mitmachen. Es ist ein Verdampfer verbaut, das heißt, ihr habt, wenn der fährt, echten Dampf, der aufsteigt. Das Befüllen ist ein bisschen tricky, aber es funktioniert. Es beleuchtet, es gibt ein Soundmodul, es ist natürlich ein L-Motor verbaut, es ist eine Akkubox verbaut. Es gibt 16, es gibt ein Schienenoval aus, ich glaube, 8 Graden und 16 Kurven besteht das. 2086 Teile gibt es auch noch dazu. Das ist natürlich angelehnt an den Hogwarts Express aus Harry Potter ohne Lizenz. Kennen wir alles, deswegen ist dieser Karton auch so hart abgeklebt, damit man keinen Ärger kriegt mit irgendeinem Rechteinhaber. Ich habe das Set selber gebaut. Ich finde die Lok wunderschön. Den Tender finde ich auch ziemlich schön. Den Waggon finde ich ein bisschen frickelig zu bauen. Ist ein bisschen kleinteilig. Es liegt einfach an diesen inversiven Bautechniken und an der Tatsache, dass das Dach zum Beispiel aus sehr vielen Einzelsteinen besteht. Wurde mir dann aber unter dem Video ganz oft gesagt, ja, kommt dem Original Hogwarts Express aus den Filmen, aber auch sehr nah, weil der sieht auch so ein bisschen, ja, used aus. So, und auch sehr kleinteilig gebaut. Das gute Stück ist 75 cm lang übrigens. Ne? Also da ist schon ordentlich Musik am Dampfen. Dann, und ihr seht ihn hier schon, die 16.019, der Botanische Garten. Auch ein Mold King Set. Ich habe ein bisschen Mold King Sets gekauft tatsächlich. Bei mir gibt es den ohne Lichtkit, weil, und da bin ich ganz ehrlich, dieses Lichtkit verbaut ihr eh nicht freiwillig. Also das macht keinen Spaß. Ich habe das jetzt weggelassen. Dafür kann ich euch den 10 € günstiger anbieten, als das zum Beispiel die Konkurrenz kann. Bei mir liegt der bei 99,99. Das heißt, ihr müsst noch irgendein kleines Set, ja, irgendwas Kleines mit dazu bestellen, damit der versandkostenfrei zu euch kommt. Ist halt so in dem Fall. Das gute Set ist 25 cm lang und 25 cm breit, natürlich, weil es auf eine Baseplate passt. Es ist ein Modulargebäude. Ihr könnt das in eure Sammlung von Modulargebäuden integrieren. Das ist der Botanische Garten von Bertel van Beek. Es ist ein lizenziertes MOG. Es ist 21,5 cm übrigens hoch. Es hat dieses wunderbar abnehmbare Glasdach hier oben. Ja, das kann man hier abnehmen und dann hat man den Spaß seines Lebens, weil man kann gut reingucken. Ihr seht schon, das Set steht bei mir länger. Es ist schon ein bisschen eingestaubt, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Set, an dem ich mich immer wieder erfreue, wenn ich dran vorbeigehe. Es hat ein paar Modifikationen im Vergleich zum Mock widerfahren, weil einfach schlicht und ergreifend die Minifigur, die hier vorne steht, hier oben, nicht verwendet werden kann, aus lizenzrechtlichen Gründen. Also, ne, dann klagt euch halt Lego die Tür weg, wenn ihr das haben wollt. Das Set hat 2147 Teile. Ist natürlich, wenn ihr jetzt anguckt, 9,99 €. Das heißt, das Set bekommt ihr zu einem Teilepreis von unter 5 Cent. Und das sind Gobrix-Steine. Das heißt, ihr bekommt echt gute Gobrix-Steine zu einem echt coolen Preis. Die Fenster waren bei mir, als ich das gekauft habe, alle kratzerfrei. Die sind nämlich nur einzeln in Folien verpackt. Das ist natürlich ökologisch gesehen, aber dafür habt ihr schöne Fenster. Dann wollte ich auch immer mal haben, ist auch ein sehr lohnenswertes Modular von Mold King. Das ist das Antiquitätengeschäft. Ist auch ein Riesenklopper, ist zweietagig, hat 3050 Teile, kostet bei mir 124,99. Ist also auch ein Teilepreis,
bei dem man sagen kann, dass der deutlich unter 5 Cent ist. Sehr detailverliebt, hat im Erdgeschoss eine wunderschöne Uhrensammlung, einen riesengroßen Kompass, ein Teeservice, dann auf dem Balkon oben ist ein wunderschöner Springbrunnen. Ist die 16005 übrigens. Wie gesagt, ist ein tolles Set, ist auch wieder natürlich im Modular-Maßstab. Das heißt, ihr könnt es auch in eure Modular-Stadt integrieren. Und wenn ihr sagt, boah, Art Deco, ey, ich kann es nicht mehr, und Jugendstil, ich kann es nicht mehr sehen, kann es verstehen. Dann habe ich hier von Osoyang diesen Klopper. Das ist ja die Islet Bar oder ja, eigentlich ist es unten ist es mehr ein Pub, oben ist es eine Bar beziehungsweise ein Club. Ja. Ist ein richtig schönes Set. Ist nicht für jedermann tatsächlich, weil der Bau ist relativ zeitintensiv, weil ihr seht schon die Fassade, die besteht halt aus Plates. Das ist schon krass. Das muss man halt wirklich wollen. Ist ein lizenziertes Mock von Osoyang. Also für Fans von Osoyang ist das natürlich auch auf jeden Fall ein Muss. Hat 3.900 Watt zerquetschte Teile. Kostet bei mir 149,99. Ist auch kein Lichtkit dabei, deswegen ist es ein bisschen günstiger. Ich finde diese Lichtkits eh nicht besonders gut. Und bevor ihr die jetzt sinnlos mitbezahlt, habe ich bei einigen Sets, wo es halt keinen Sinn macht, die mal rausgenommen. Beziehungsweise, ich bin ganz ehrlich, der Großhändler, bei dem ich die kaufe, der hat die einfach nicht mit drin. Also komischerweise. Im Antiquitätenladen ist es dabei. Hier ist es nicht dabei. Es steht auch auf dem Karton Free Luxury Lightings Kit mit drauf, aber es ist nicht mit drin. Erwartet es einfach nicht. Steht auch in der Produktbeschreibung übrigens fairerweise. Damit sind wir mit den Neuigkeiten durch. So. Wie gesagt, unten in der Infobox, ne, wie immer, ihr kennt das Spiel. Discount-Code, damit könnt ihr noch mal ein bisschen sparen auf die Preise. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, dann habe ich halt einfach die Möglichkeit, euch mit Produktneuheiten zu versorgen. Der Newsletter kommt auch nicht jede Woche oder so, der kommt in unregelmäßigen Abständen immer, wenn es was Neues in meinem Shop gibt. Ich sammle da immer ein bisschen. Ich habe auch noch neue Sembo-Blumen im Angebot. Gänseblümchen, Nelke und Tulpe sind jetzt dazugekommen. Damit habe ich, glaube ich, jetzt über 25 Stück im Angebot. Die kosten nach wie vor 4,99. Auch da könnt ihr mit dem Gutscheincode natürlich sparen. Die könnt ihr mal nehmen, wenn ihr zum Beispiel beim Botanischen Garten denkt, so, ja, okay, ich brauche noch was Kleines, um auf den Gratisversand zu kommen. So viel dazu. Ansonsten, kleiner Zwischenstand, Shop läuft. Bin ich sehr zufrieden mit bis jetzt. Vielen, vielen Dank an alle, die bestellt haben. Vielen, vielen Dank an alle Kunden, die das zweite Mal bestellt haben, zum Beispiel. Da gibt es auch schon ein paar. Es gibt sogar einen, der hat schon das dritte Mal bestellt. Crazy, oder? Finde ich auch. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Bauen. Ich werde ihn haben. Ich baue nämlich gerade immer noch den Leuchtturm des Astronomen. Ich komme einfach gerade zu nichts tatsächlich, denn ich habe auch noch einen anderen Job und noch ein Baby und dem geht es übrigens gut. Ja. Kleiner Bodenturner, kleine Bodenturnerin, ehrlich gesagt gerade. Ne? Versucht zu krabbeln, ist ein bisschen frustriert, wenn es nicht klappt, aber ansonsten sieht es gut aus. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir so die Treue haltet, dass ihr auch diesen Kanal weiter abonniert und natürlich, wenn euch das Video hier gefallen hat. Wenn euch diese kleine Produktvorschau nicht allzu sehr genervt hat, dann freue ich mich über ein Abo, freue mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr einen kleinen lokalen Klemmbaustein-Online-Händler unterstützen wollt, dann freue ich mich über eine Bestellung. Ja? Alles, was ich auf Lager habe, habe ich auf Lager hier innerhalb von 24 Stunden raus. Ich habe mich davon verabschiedet, Pre-Orders zu machen. Ich fahre jetzt Pre-Orders nur noch, wenn das Paket vom Großhändler tatsächlich unterwegs ist. Das ist meine Lehre aus der Katastrophe mit dem hier nämlich. Also ich hatte von dem Citroën Traction AV hatte ich bei zwei Großhändlern vorbestellt. Ein Großhändler hat mich komplett sitzen gelassen. Der hat gesagt, so, nee, kann ich nicht mehr liefern. Die Vorbestellermenge, die ich bei Kobi abgegeben habe, die ist ausverkauft. Du hast zwar bei mir welche bestellt, aber die liefere ich dir nicht mehr. Hast du Pech gehabt? Und zwar ungefähr eine Woche bevor der Street Date hatte, also ne, Erscheinungsdatum. Und der andere Großhändler hat Lieferprobleme. Ich hatte ein paar Vorbestellungen für den, die musste ich alle quasi refunden. Das ist für einen kleinen Händler schon nicht ganz ohne, wenn man die Vorbestellung war noch ein bisschen teurer als der Initialpreis, den er jetzt zahlt, die 107,99. Da musste ich halt echt ein paar Hunderter refunden, weil mich einfach Großhändler haben sitzen lassen. Deswegen ab sofort ist es so, wenn ihr bei mir was zum Vorbestellen seht, dann ist das Paket auf dem Weg zu mir. Dann ist es quasi nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch den Weg zu euch führt. Ne? Daraus habe ich gelernt. Trotz Zusagen, trotz Versicherungen, dass alles pünktlich kommt, kam es nicht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, euer Captain.
Ach ja, und natürlich bleibt gesund und baut was Schönes.